Oh. Habe ich noch rote Augen? Matti, was? Herzlichen Glückwunsch. Sieht man das noch? Oh, ja. Ich komme gerade vom Strand. Oh, Mann. Paulus und die anderen, die sind ja noch da. Oh, ich brauchte mal kurz eine Pause. Das ist einfach. Und mit Verabschiedung bin ich überhaupt nicht gut mit. Vor allem nicht so eine. Nach Jerusalem, meinte der. Ich habe gedacht, das muss ein Witz sein, Paulus. Du kannst doch nicht nach Jerusalem gehen. Ich sage es euch ganz ehrlich. Er ist ja nicht da. Wenn er nach Jerusalem geht, der kommt nicht wieder zurück. Die warten doch nur darauf, dass sie ihn kriegen. Die lassen den doch nicht lebendes Herzens da wieder wegziehen. Das ist das Ende. Boah, mir kommen gleich schon wieder die Tränen. Und das ist nicht geschauspielert. Ehrlich, nee, das ist nicht, das ist echt, diesmal ist es echt. Ja, ich weiß, normalerweise ist bei mir immer alles Show. Weiß ich, Berufskrankheit. Ich bin halt Zauberer. Der Magier von Ephesus, ja. Ich weiß, ihr habt mich schon erkannt gerade, ne? Also, ihr wisst, wer ich bin. Ach so, ja klar, geht ja nicht. Moment. Ja, da klingelt's, ne? Genau, da klingelt's. Ich bin's wirklich. Ich bin es wirklich. Oder vielmehr, ich war's mal. Markus Maximus Magea, der große Zauberer von Ephesus. Ich sehe es noch vor mir. Die Schriftzüge auf den Mauern der Straßen von Ephesus. Die Plakate überall. Markus Maximus Magea ist in der Stadt. Gefürchtet von den Mächtigen, bewundert von den Niederen, angehimmelt von den Damen. Das war Markus Maximus Magea, Geisterbeschwörer, Totenkommunikator, Wahrsager, Wunderheiler, Dämonenaustreiber, Markus Maximus Magea! Ja. Da war Reichtum, Ansehen, Ruhm. Es hatte nur ein Problem. Das war alles nur ein Fake. Nichts davon stimmte. Nichts. Tote beschwören, Geister austreiben, das kann ich gar nicht. Habe ich noch nie gekonnt. Alles nur eine Show. Alles nur billige Tricks. Nichts ist echt an mir. Ich kann das alles gar nicht. Konnte ich noch nie. Das ist alles nur ein Fake, alles nur eine Show. Sogar mein Name, Markus Maximus Magea, stimmt überhaupt nicht. Ich bin Herbert. Ich komme nicht mal von hier. Alles nur eine Show. Aber das konnte ich ja keinem sagen. Reichtum von wegen. Das Einzige, was ich besessen habe, das waren zwei Bücher. Die habe ich dann irgendwann verbrannt. Da war nichts. Keiner hat mich gefürchtet. Der Einzige, der Furcht hatte, das war ich, dass es irgendjemand entdecken würde, wer ich wirklich bin. Und privat lief sowieso nichts. Ich habe da in meiner Einzimmer-WG da gelebt mit den anderen Zauberern. Tote Hose, da war gar nichts los. Aber das konnte ich doch keinem sagen. Ich konnte doch keinem sagen, wer ich wirklich bin. Die hätten mich ja ausgelacht. Die hätten mich doch nicht ernst genommen. Die hätten gedacht, guck dir den mal an. Nee, da wäre meine Karriere beendet gewesen. Da wäre alles aus gewesen. Also habe ich das gemacht, was Magier am besten können. Ich habe so getan, als ob. The show must go on. So war mein Leben. Einfach weitermachen. Bis zu diesem einen Tag. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, als ich Paulus traf. Ich bin da zu diesem Marktplatz gegangen, wie immer. Habe mich da ausgebreitet, meine Wahrsagerkugel da hingelegt, meine Karten vor mir hingelegt, meinen Tisch, meinen Hut aufgesetzt. Ich war bereit und dann habe ich diesen Paulus gesehen, wie er da nach vorne ging. Jetzt dachte ich, was will der denn da? Das ist mein Revier. Stellt er sich da so hin und fängt an zu erzählen, redet da irgendwas von Gott. Und während der redete, da ging einer zu dem und nahm sein Schweißtuch. Es war heiß, mitten am Tag. Und er nahm das Schweißtuch von diesem Paulus und legte es einem Kranken auf den Kopf. Da dachte ich, was ist denn das für ein fauler Zauber? Aber dann
wurde der gesund. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Aber nicht nur als Fake-Trick, das war echt. Der wurde wirklich gesund. Da war ich baff. Da dachte ich, okay, das ist eine ernstzunehmende Konkurrenz. Und dann bin ich ein bisschen näher gekommen und wollte mal genau hören, was da eigentlich geredet wird. Und da redete dieser Paulus von Gott und von einem Gott, der uns liebt. Da dachte ich, was? Götter lieben nicht. Und er redete von Jesus Christus, dass er uns kennen würde. Da bin ich kurz zusammengezuckt. Also wie, der kennt uns. Der weiß, wer ich bin. Und dann erzählte er, dass dieser Gott die Welt geschaffen hätte und jeden Einzelnen in dieser Welt. Und dass er für jeden von uns gestorben wäre und unsere Sünden vergeben hätte. Und Leute, ich sag's euch, da ging's mir durchs Herz. Da bin ich zu diesem Paulus danach hingegangen und habe ihm gesagt, Paulus, ich weiß nicht, wer du bist und du weißt nicht, wer ich bin, aber erzähl mir mehr von diesem Jesus Christus. Und dann hat er mich zu sich nach Hause eingeladen. Also ich bin ja ein Heide, ich bin ja irgendwo aus dem Norden, aber ich bin halt hingegangen in das Haus eines Juden und da ging ich da rein und da waren all diese Leute. Und die waren so echt. Die sagten einfach, was sie herausforderte, wer sie waren, was sie im Leben schon mal taten. Leute, ihr könnt es nicht glauben, da saß ein römischer Spion. Da saß eine Frau, die mal fremdgegangen ist. Und die erzählten sich von ihrem Leben und sagten, ich könne ihnen vertrauen. Irgendein Thomas hätte dem mal gesagt, Vertrauen ist eine gute Sache. Und da saß ich da und sie erzählten sich von ihren Herausforderungen im Leben und was sie beschäftigte. Und Leute, ich kann es nicht beschreiben, da ging es mir durchs Herz. Und ich bin aufgestanden, habe gesagt, Leute, jetzt hört mir mal zu, ich packe jetzt aus. Markus Maximus Magea, so heiße ich gar nicht. Ich bin Herbert. Und zaubern kann ich auch nicht. Und dann bin ich nach Hause geflitzt und habe gesagt, okay, ich mache das jetzt fest. Ich habe meine beiden Bücher genommen und die sind viel wert. Und ich bin zum Marktplatz gegangen, habe die auf den Boden geschmissen und ich habe die angezündet. Meine einzigen wertvollen Bücher, zwei Zauberbücher. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann kamen noch mehr Leute von allen Ecken, die haben das gesehen. Die waren erst schockiert und dann haben die das nachgemacht. Die haben ihre Bücher gebracht und dort verbrannt. Ein Riesenhaufen Zauberbücher. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie sich das anfühlte. Diese Freiheit, das erste Mal in meinem Leben, dass ich echt sein konnte. Das war vor 3 Jahren. Und seitdem bin ich Teil dieser Gemeinschaft, so oft ich nur kann, gehe ich dorthin und wir treffen uns und wir sind füreinander da und wir tauschen uns aus. Wir taufen, wir predigen, wir nehmen das Abendmahl. Das ist wie ein Himmel auf Erden. Da kann ich echt sein. Und wisst ihr wieso? Alles nur wegen diesem Paulus. Weil der uns gezeigt hat, wie es geht, die Masken abzulegen. Okay, ich gehe nochmal zum Strand. Ich muss mich nochmal richtig von diesem Paulus verabschieden. Außerdem meinte der, der wollte uns noch ein paar Sachen sagen, die ihm irgendwie wichtig wären. Wir sehen uns. Ich gehe. Und aus der Apostelgeschichte lesen wir, als sie in Milet eingetroffen waren, richtete Paulus folgende Worte an sie. Vom ersten bis zum letzten Tag meines Aufenthalts war ich bei euch. Und in dieser ganzen Zeit habt ihr gesehen, wie ich lebte und was ich tat. Ihr wisst, dass ich dem Herrn diente, ohne je überheblich aufzutreten. Ich diente ihm, auch wenn das oft mit Tränen verbunden war. Und mein Glaube wegen der Angriffe der Juden auf eine harte Probe gestellt wurde. Ich habe euch alles verkündet und habe euch alles gelehrt, sowohl öffentlich als auch in den Häusern, in denen ihr zusammenkommt. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jedem Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe und das oft genug unter Tränen. Nachdem Paulus geredet hatte, kniete er sich zusammen mit allen hin und betete. Danach brachen alle in lautes Weinen aus, fielen ihn um den Hals und küssten ihn wieder und wieder. Am meisten bedrückte sie, dass er gesagt hatte, sie würden ihn nicht wiedersehen.
dann begleiteten sie ihn zum Schiff. Das waren Auszüge aus der Apostelgeschichte 20. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, wenn ich biblische Geschichten lese, dann wirken die so weit weg, fremd, distanziert oder kühl. Aber nicht diese Geschichte, die ist anders. Schon die Tatsache, die hier geschildert wird, dass sich diese Gemeindemitglieder aus Ephesus überhaupt an diesem Strand von Milet treffen, ist besonders. Denn dieser Strand war 80 Kilometer von Ephesus entfernt. Also mit dem Auto kein Problem. Ich weiß nicht, wer von euch heute Morgen die 7,5 Kilometer geschafft hat. Aber 80 Kilometer zu Fuß, das ist ein anderer Schnack. Das ist ein Zweitagesmarsch und wieder zwei Tage zurück. Nur um sich von jemandem zu verabschieden. Und dann dort am Strand diese herzzerreißende Verabschiedungsszene. Es brach lautes Weinen aus und sie fallen sich um den Hals und sie küssten sich. Das machen keine Leute, die zwei- oder dreimal im Gottesdienst sich im Monat treffen und sonst vielleicht nicht viel miteinander zu tun haben. Das waren Leute, die sich nahe standen, die sich kannten, die sich liebten. Und genau das ist das Besondere an dieser Gemeinde in Ephesus. Es muss irgendwie eine Gemeinde gewesen sein, die voller Liebe war, voller Zusammenhalt, voller Nähe. Und das muss auch der Grund gewesen sein, warum Paulus 3 Jahre lang in dieser Stadt geblieben ist. Es gibt keinen anderen Ort, an dem Paulus länger blieb als in Ephesus. Und klar, in Ephesus, da passierte viel. Menschen kamen zum Glauben. Es gab Wunder und Heilungen. Und die Apostelgeschichte 19 berichtet sogar von einem geistlichen Aufbruch, als Menschen öffentlich ihre Sünden bekannten und dann ihre Zauberbücher verbrannten. Und das war so schockierend, dass Lukas sogar explizit aufschreibt, wie viel diese Bücher wert waren. Insgesamt nämlich über 50.000 Silbergroschen. Und heute wäre das ein Wert von circa 5 Millionen Euro, die da verbrannt wurden. Und trotz allem, das wirklich Außergewöhnliche in Ephesus, das war etwas anderes. Das war diese innige Gemeinschaft der Gemeinde. Oder besser gesagt, der Gemeinden. Denn in Ephesus gab es kein großes Kirchengebäude, wo man sonntags hinging. Man traf sich in den Häusern. Paulus beschreibt das am Rande bei seiner Verabschiedung am Strand so. Apostelgeschichte 20, Vers 20. Da sagt er, ich habe euch alles verkündet und habe euch alles gelehrt, sowohl öffentlich als auch in den Häusern, in denen ihr zusammenkommt. Also das heißt, die Christen damals, sie trafen sich öffentlich und da hörten sie das Evangelium, aber der entscheidende Ort, wo Gemeindeleben stattfand, das war dort, wo sie zusammenkamen, in den Häusern. Das war der Ort, wo Paulus echt sein konnte, wo er seine Tränen vergoss, wie er es ja in Vers 19 schreibt. Hier konnte Paulus sagen, dass er im Glauben herausgefordert wurde. Der große Paulus, der in seinem Glauben herausgefordert wurde. Da konnte er davon erzählen. Die Häuser waren der Ort, wo man echt war. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wir Menschen erleben, die echt werden, dann hat das immer etwas Anziehendes. Wir alle haben ja so unsere Masken auf, ne? Also hat jeder von uns. Das ist irgendwie ein Stück weit normal. Nicht alles, was wir nach außen hin zeigen, ist auch das, was wirklich in uns vorgeht oder das, was, wer wir sind. Manches ist nur eine Illusion, eine Show, wie bei dem Magier in der Geschichte. Und ja, das ist ein Stück weit normal. Jeder hat diese Selbstschutzfunktion, denn es hat etwas mit Selbstschutz zu tun. Wir leben in einer Welt, in der Anerkennung derjenige oder diejenige bekommt, die ihr Leben im Griff hat. Der, der etwas geleistet hat. Der Erfolgreiche, der Starke, der Mutige, der etwas vorzuweisen hat, der bekommt Anerkennung. Anderen einzugestehen oder vielleicht sogar sich selbst einzugestehen, dass eben nicht alles rund läuft. Dass nicht alles so ist, wie es aussieht. Das ist schwierig. Und gleichzeitig wissen wir aber auch alle, die Wahrheit ist doch ehrlich so, bei niemandem läuft alles rund. Jeder hat seine Baustellen. Ob es die Familie ist, die Kinder, die Ehe, das Single-Sein,
Der Beruf, die Karriere, die Befreundschaften, die Freundschaften, die Beziehungen, die Dinge, die wir besitzen oder nicht besitzen, unser Selbstbild, unser Zweifel. Jeder hat Kämpfe, die er kämpft. Und Ängste, Nöte und Bedürfnisse. Aber da, wo das zum Vorschein kommt, da passiert etwas ganz Besonderes. Und zwar ein Beziehungswandel. Und zwar ein Beziehungswandel hin zur authentischen Gemeinschaft. Und genau darum soll es heute Morgen gehen. Und diese Authentizität in Gemeinschaft, das ist genau das, was jeder von uns braucht. Selbst Jesus brauchte genau das. In der Nacht vor seiner Kreuzigung lesen wir in Matthäus 26, die Verse ab 36, da heißt es, Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Auf einmal wurde er von schrecklicher Angst und von Grauen gepackt und sagte zu ihnen, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Bleibt hier und wacht mit mir. Also Jesus war in diesem Moment völlig real, total echt. Er hatte, Zitat, schreckliche Angst. Und die Qualen seiner Seele brachten ihn fast um. Und er hielt es nicht für sich. Er teilte es. Und in diesem Moment brauchte er seine Jünger um sich. Er brauchte echte Gemeinschaft. Menschen, die ihn kannten, die ihn trösteten, die ihm Mut gaben, die ihm zusprachen, die ihn für ihn beteten, die ihn mittrugen, die einfach da waren für ihn. Und wenn Jesus das braucht, also wie viel mehr brauchen wir das dann? Ist das nicht auch für uns relevant? Ich glaube, wir vergessen das manchmal, weil wir in einer Zeitepoche und in einem Teil der Welt, in einer Kultur leben, die von Individualismus geprägt ist. Wir lernen von klein auf, eigene Entscheidungen zu treffen, wir selbst zu sein, dem Gruppendruck zu widerstehen, nicht dem Gruppendruck nachzugeben, sich gegen den Strom zu bewegen, egal was die anderen denken, wir ziehen unser Ding durch. Das sind unsere Helden. Die Helden unserer Zeit sind die, die allein kämpfen können. Die, die es alleine schaffen, die ihr Leben bewältigen, völlig auf sich allein gestellt. Unser Alltag ist so geformt. Unser Leben ist so geformt. Unsere Strukturen sind so geformt. Manchmal glaube ich, wir können gar nicht anders, weil wir so geprägt sind. Weil das unsere Zeit und unsere Kultur mit sich bringt. Aber wenn wir die Bibel aufschlagen, dann lesen wir Geschichten, dann lesen wir von Menschen, dann lesen wir von Ereignissen, in denen Menschen niemals alleine unterwegs waren. Weil sie wussten, sie schaffen das eh nicht alleine. Bevor Paulus nach Jerusalem reisen wollte und er wusste, dass ihn dort Leid erwarten würde, da ruft er seine Gemeindemitglieder aus Ephesus zu sich an diesen Strand, weil er Leute um sich braucht. Leute, die ihm nahestehen, Leute, die wissen, wer er ist, Leute, denen er die Wahrheit gesagt hat und wieder sagen würde, Leute, die ihn kannten und Leute, die er kannte, Leute, die ihm nahestanden, Leute, die mit ihm beteten, Leute, die mit ihm weinten. Und dann zieht er los. Aber, und das lesen wir, wenn wir dann weiterlesen, die Apostelgeschichte, er geht nicht alleine. Er geht mit einer kleinen Delegation, die mitgeschickt wird. Überhaupt reist Paulus niemals nirgendwohin alleine. Er war immer mit anderen unterwegs. Jede Gemeinde gründete er mit einem Team, auch die Gemeinde in Ephesus. Jeden Brief schreibt er gemeinsam mit anderen. Glaube passiert nicht im Alleingang, sondern immer in Gemeinschaft. Und wir brauchen das. So sind wir geschaffen. Ja, unsere Kultur oder unser Alltag, der drängt uns manchmal so in eine andere Richtung. Da gibt es einen vollen Terminkalender, all die Dinge, die wir erreichen wollen, die wir uns kaufen wollen, die wir machen wollen, die Dinge, die wir erleben wollen, die Karriere, die wir begehen wollen. Aber am Ende unseres Lebens zählt etwas ganz anderes. Eine Psychologin, die Sterbende begleitet, schrieb mal, ich habe noch nie erlebt, dass jemand am Ende gesagt hätte, hätte ich bloß mehr gearbeitet, hätte ich mal mehr Geld verdient, hätte ich mich mal mehr abgemüht, hätte ich mal eine bessere Karriere gehabt. Das sind nicht die Dinge, die am Ende stehen werden. Aber es sind meist immer die Beziehungen, denen wir am Ende hinterher trauern. Die Zeit, die wir verpasst haben. Die Beziehungen, die nicht funktioniert haben. Die nicht geklappt haben. Denn genau dafür sind wir gemacht. Für Beziehungen.
Und je authentischer und echter diese Beziehungen sind, desto erfüllender sind sie. Authentische Gemeinschaft ist etwas, was wir brauchen. Was ich brauche. Aber nicht nur wir brauchen das, nicht nur du brauchst das, andere brauchen das von uns. Und wir brauchen das auch für oder von anderen, dass sie authentisch sind. Denn da, wo ich echt bin, da erlaube ich dem anderen einen Blick hinter meine Kulisse. Und der andere erlaubt mir einen Blick hinter seine Kulisse. Vor 12 Jahren war ich Teil einer, oder beziehungsweise Student einer Jüngerschaftsschule. Und ich erinnere mich noch an die ersten Tage, als ich dort war. Das war wirklich nett. Es waren gute Leute, es war eine gute Atmosphäre, Lobpreis und gute Inputs und Impulse. Es war wirklich eine gute Zeit, es war nett. Aber dann gab es diesen Moment, da wurde es von nett zu außergewöhnlich. Plötzlich wackelte da jemand in unserer Gruppe auf seinem Stuhl hin und her und dann erzählte irgendwann, Leute, es muss jetzt einfach raus. Ich habe ein Problem mit Pornografie und mit Lust. Und der Nächste knüpfte an und sagte, Leute, und ich, ihr denkt, alles ist heile, ich komme aus einer zerbrochenen Familie. Und wisst ihr eigentlich, wer ich bin? So bin ich. Und dann erzählte er. Die Nächste redete von ihren Selbstzweifeln und von ihren Ängsten. Der Nächste von seinem Egoismus, von der Angst, nicht gut genug zu sein. Und plötzlich war da eine Echtheit in diesem Raum, die ich so noch nie erlebt habe. Und bitte versteht mich nicht falsch. Natürlich, wir dürfen nicht unrealistisch sein. Nicht alles von uns ist immer für alle Ohren bestimmt. Das wäre überfordernd. Aber das andere ist auch wahr. Da, wo wir die Masken ablegen, da lernen wir uns wirklich kennen. Da wissen wir dann auf einmal, wer wir wirklich sind. Und das ist der Moment, wo wahre Liebe gelebt werden kann. Jesus formuliert das zweitwichtigste Gebot so. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kennen wir alle. Aber wie soll das eigentlich gehen, wenn ich meinen Nächsten gar nicht kenne? Und wie soll er mich lieben, wenn er mich nicht wirklich kennt? Es ist schwierig, eine Fassade zu lieben. Aber da, wo die Fassade bröckelt, da ist echte Liebe eine Chance. Wenn wir echt werden, dann reden wir nicht mehr nur über Annahme, dann können wir wirklich Annahme üben. Wenn wir echt voreinander sind, wenn wir uns kennen, dann können wir Vergebung üben und Ermutigung und Zuspruch und Ermahnung und Korrektur und Korrektur empfangen. Und Ermahnung empfangen und demütig bleiben und nicht stolz werden, friedfertig bleiben und nicht streitsüchtig oder überheblich. Das passiert in authentischer Gemeinschaft. Und deswegen ist authentische Gemeinschaft nicht nur nett oder hilfreich für unsere persönliche Nachfolge, sie ist eines der Ziele unserer Nachfolge. Denn diese Echtheit, die bringt Dinge in Bewegung. Und in der Apostelgeschichte, es ist vorhin ja schon angeklungen, da führt sie sogar dazu, dass es einen geistlichen Aufbruch gibt und Zauberbücher verbrannt werden. Das sind die Momente, wo Umkehr passiert, wo Sünde ans Licht gebracht wird, wo wir aufräumen mit den Dingen in unserem Leben, wo die Geheimnisse nicht mehr Geheimnisse bleiben, sondern ans Licht kommen, wo sich Dinge bewegen. Und das sind Momente, wo Veränderung passiert. Momente, an denen Gott handelt. Und deswegen ist authentische Gemeinschaft, das ist mein letzter Punkt, nicht nur etwas, was wir brauchen oder andere von uns brauchen, sondern auch etwas, was Gott gebraucht. Gott gebraucht authentische Gemeinschaft. Denn Gott kann nur den Menschen ändern, der wir wirklich sind. Er kann nicht den Menschen verändern, den wir vorgeben zu sein. Und wir müssen uns ja auch nichts vormachen, denn wir müssen ihm nichts vormachen. Er kennt uns doch sowieso. Er blickt hinter jede glänzende Fassade. Vor ihm brauchen wir nichts zu verstecken. Er weiß doch sowieso, wer wir sind und wer wir nicht sind. Vor ihm stehen wir alle gleich. Da ist keiner besser oder schlechter als der andere. Wir alle haben doch nichts vorzuweisen. Wir kommen doch vor diesem Kreuz mit nichts in der Hand, außer mit uns selbst. Und genau so, wie wir zu ihm kommen, so wie wir wirklich sind, genau so
nimmt er uns an. Dafür ging er ans Kreuz. Für unser wahres Ich. Das ist göttliche Liebe. Und das ist die Liebe, wie wir uns auch gegenseitig annehmen sollen. Und wie wir uns gegenseitig begegnen sollen. Das ist ja unser Auftrag. Also im ersten Johannesbrief schreibt Johannes das so, Kapitel 4, Vers 11. Ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen wir auch einander lieben. Und liebe Paulusgemeinde, das ist die Liebe, die ich mir wünsche für mein eigenes Leben, aber auch für unsere Gemeinde, für uns als Paulusgemeinde. Das ist auch der Grund, warum wir auf dieser Dänemark-Freizeit diesen Versuch der Gemeinschaftsgruppen gewagt haben. Es soll ja ein Übungsfeld sein, ein Trainingsfeld für Transparenz, für Begegnung, für den Moment, wo wir Freundschaften etwas aufbrechen und uns weiter orientieren, wo wir annehmen, wo wir uns wahrnehmen, damit es eine Chance gibt für echte, wahre Liebe. Und ihr Lieben, in Zukunft wollen wir an dieser Stelle noch viel weitergehen. Dieses Jahr 24 steht ja unter dieser Überschrift Nachfolge, Jüngerschaft. Und seit Anfang des Jahres behandeln wir dieses Thema von verschiedenen Perspektiven. Und das soll im kommenden Jahr weitergehen, und zwar praktisch. Wir wollen praktisch werden, wir wollen nächste Schritte gehen. Wir wollen sehen, wie in der Paulusgemeinde Gruppen entstehen, Gemeinschaftsgruppen, in denen Authentizität gelebt wird, die echt sind. Vielleicht sind das Hauskreise, die sich mit einem neuen Momentum aufbrechen lassen zu einem neuen Ufer und sich nach vorne bewegen. Vielleicht sind das Minigruppen oder ein völlig neuer Kontext, eine völlig neue Idee, eine neue Art von Gruppierung, in denen wir zusammenkommen, um genau das zu leben, Nachfolge, als Jünger Jesu unterwegs zu sein. Ich glaube, wir haben noch Luft nach oben. Ich glaube, da ist noch mehr, was wir erleben können. Wir brauchen diese Orte von Authentizität, von Gemeinschaft, Orte, an denen wir Nachfolge erleben können, Orte, die für ihre Liebe bekannt sind. Denn daran soll man uns doch erkennen, oder? An unserer Liebe. Barbro hat am Montag genau darüber gepredigt. Die Gemeinde in Ephesus war genau dafür bekannt. Es war außergewöhnlich, was in Ephesus passierte, weil es authentische Gemeinschaft gab und göttliche Liebe Gestalt annahm. Umso schmerzhafter musste der Moment gewesen sein, als die Gemeinde realisieren musste, dass sie von dieser Liebe weggerückt sind. Denn genau das ist in Ephesus passiert. Etwa 30 Jahre nachdem Paulus sich an diesem Strand verabschiedet hat, schreibt Johannes in seiner Offenbarung die Worte, die Jesus an die Epheser richtet. Und Jesus sagt Folgendes, Offenbarung 2, Vers 2. Ich kenne dein Tun, deine Mühe und Standhaftigkeit. Ich weiß auch, dass du niemanden ertragen kannst, der Böses tut. Du hast die, die sich als Apostel ausgegeben, geprüft und sie als Lügner entlarvt. Du bist standhaft und hast viel ertragen. Doch den einen Vorwurf muss ich dir machen. Du hast die anfängliche Liebe nicht mehr. Denk einmal darüber nach, wie weit du davon abgekommen bist. Oh, und das schmerzt, wenn man die Geschichte der Gemeinde kennt und Jesu Worte 30 Jahre später liest. Und ich glaube, diese Frage, die Jesus da stellt, ist eine Frage, die wir uns auch mal heute vielleicht ganz selbstkritisch stellen können. Als Gemeinde, aber auch als Einzelne, wie weit bin ich von dieser Liebe entfernt? Aber diese Frage soll nicht als Anklage verstanden werden, sondern als Chance. Hier ist nicht der erhobene Zeigefinger, sondern die ausgestreckte Hand, eine Einladung, genau dahin zurückzufinden, zu dieser Liebe. Genau diese Liebe neu zu entfachen, diese authentische Liebe, die Jesus am Kreuz vorgelebt hat. Nicht indem wir uns mehr abmühen, nicht indem wir noch mehr Energie reinbuttern, noch mehr tun, noch mehr machen, noch mehr Programme, noch mehr Projekte, nein, sondern indem wir uns auf das konzentrieren, was zählt, indem wir echt werden und indem wir an den Ort hingehen, wo Jesus echt wurde, ans Kreuz. Denn dort hat er uns gezeigt, wer er ist und wer wir sind.
Dort ist seine Liebe präsentiert worden für die ganze Welt und für jeden von uns. Und das ist der Ort, wo absolute Transparenz und wahre Liebe Gestalt annimmt. Und genau das hat er für uns getan. Und dazu sind wir eingeladen. Jeder Einzelne von uns und wir als Gemeinde. Göttliche Liebe und authentische Gemeinschaft. Und Jesus, wir haben diese Zeit auf dieser Freizeit, die wir genießen miteinander, mit anderen, mit Neuen, mit Fremden, mit Bekannten, mit Freunden, mit neuen Gesichtern, mit Gruppen, zu denen wir uns einladen, mit Begegnungen, die wir haben. Aber wir richten unseren Blick auf dich, Jesus. Und du lädst uns ein, eine Liebe zu entdecken, die so anders, so neu, so revolutionär ist, dass sie alles in den Schatten stellt. Die uns dort an den Kreuz, zum Kreuz bringt, um echt zu sein. Unsere Masken abzulegen und das hinzulegen, was wir haben, vor deine Füße in deine Hände und von dir das zu nehmen, was du für uns hast. Neues Leben, göttliche Liebe. Amen.